Nach zuletzt nur einem Punkt aus zwei Spielen wollen die Wild Wings gegen die Gäste aus Hannover wieder in die Erfolgsspur zurück. Von der Papierform her eigentlich eine klare Angelegenheit, der Tabellenzweite gegen den Zweitletzten. Auch beide Spiele in der Hinrunde gingen jeweils an die Schwaben. Die über 4.500 Zuschauer in der Helios Arena erwarten demnach nichts anderes als einen Sieg ihrer Schwenninger Wild Wings. Die Gäste aus der Landeshauptstadt Niedersachsens in den weißen Trikots aber spielen von Beginn an munter mit. Mittendrin statt nur dabei ist auch der einstige Wildschwan Brady Leisenring mit der Nummer 20, der bis dato bei den Landshut Cannibals unter Vertrag stand, heute aber schon für die Indians aufläuft. Tja, so schnell kann's gehen im Eishockey. Weil etwas übermotiviert zu Werke gehend, darf Leisenring auch 2 Minuten in die Kühlbox, eine Strafe mit Folgen. 11. Minute, wieder geht's schnell, dieses Mal aber auf dem Eis. Markus Schröder auf dem Weg zum Tor, an Gästekeeper Juris Zifzer vorbei und rein in das 1,22 Meter hohe, 1,83 breite und 50 cm tiefe Gehäuse zum 1:0 in Überzahl. Dann 14. Minute, die Wild Wings in Unterzahl, aber mit dem Konter durch Brock Hutton zum 2:0 mit einem Shorthanded Goal. Respekt und ein zufrieden wirkender Coach Axel Kammerer auf dem Weg in die erste Drittelpause. Dieses spannende Spiel präsentiert Ihnen Condor. Wir lieben Fliegen. Mitteldrittel, die Wild Wings scheinen defensiv noch beim Pausentee. Die Indians dagegen melden sich zurück. Anschlusstreffer durch Jan Hemmes, gespielt gerade einmal 47 Sekunden. Kameras Laune verschlechtert sich und es kommt noch dicker. Wieder vergeht nur 1 Minute und plötzlich steht's 2:2. Marian Rohatsch ist es, der die Schwaben kalt erwischt und zum Ausgleich einnetzt. Schwenningen völlig von der Rolle, kurz davor in Rückstand zu geraten und ein Head Coach außer Rand und Band. Nicht nur einmal erregt Schiedsrichter Didier Masse aus der Schweiz durch die ein oder andere Entscheidung die Gemüter in der Helios Arena, auch Joe West auf Seiten der Niedersachsen mit erhöhtem Blutdruck. Allerdings beruhigt eine Strafe für Schwennings Maximilian Hofbauer in der 29. Minute Wests Nerven zumindest kurzfristig, denn die folgende Überzahlsituation nutzen seine Indians zur erstmaligen Führung. 30. Minute, dieses Mal ist es DJ Celito, der Keeper Silverthorn überwindet. Spielstand nun 2:3. Wir machen einen Sprung in die Schlussphase der Partie. Hannover kurz davor, 3 Punkte aus Schwenningen zu entführen, muss nur noch 13 Sekunden überstehen. Die Wild Wings setzen alles auf eine Karte. Goalie Silverthorn bereits draußen. Nach diesem hohen Stock durch Jamie Chamberlain bringen sich die Indians dann selbst in Bedrängnis. Pure Hektik auf dem Eis und 6 Sekunden vor Spielende schaffen die Wild Wings doch noch das 3:3. Matthias Forster reagiert am schnellsten und rettet seinen Jungs mindestens einen Punkt. Die Fans in der Halle toben. Das ist Eishockey. Das macht Freude, bringt aber auch Leid. Denn nach ergebnisloser Overtime beendet Jason Guerrero die Partie durch diesen sicher verwandelten Penalty zugunsten seiner Schwenninger. Endstand 4:3. Hut ab, gute Moral von der Mannschaft, sie hat nie aufgesteckt. Letztendlich hat dann der Juri Zifzer sie auch, Hannover auch gerettet, weil wir doch dann einen enormen Druck im Facht haben. Sicherlich 6 Sekunden vor Schluss einen Ausgleich zu schießen ist sicher auch ein bisschen glücklich, aber trotzdem, wir haben uns das Glück erkämpft. Ich nehme das, wie das kommt. Ich bin nicht zufrieden mit der Leistung von der Schiri, aber ich bin sehr stolz für meine Mannschaft. Und letztendlich, 1 Punkt ist zu wenig. Aber wir haben alles gemacht für 3 Punkte, aber letztendlich, das war nicht genug. Ja, zufrieden mit dem Sieg, aber mit unserem Spiel nicht so. Wir hatten ein super erstes Drittel. Das zweite Drittel haben wir dann total verschlafen. Die Hannoveraner haben ein gutes Spiel im zweiten Drittel. Und im letzten Drittel haben wir so lange gedrückt, da hat Juri Zifzer super erhalten. Aber wir haben, denke ich, verdient den Ausgleich gemacht und haben dann verdient auch im Penaltyschießen gewonnen. Die Indians reisen mit einem hochverdienten Punkt im Gepäck zurück nach Hannover und Schwenningen ist mit dem Sieg zurück in der Erfolgsspur. Ob der Tabellenprimus EHC München bei den Landshut Cannibals ebenso punkten kann, das sehen Sie jetzt.